Ja, hallo meine Lieben, ich bin's, die Elke. Also ich habe jetzt diesen Beach gefunden, den Coral Cove Beach. Der ist ein bisschen nach dem Vikasa Yoga, ja. Und zwar auch auf der rechten Seite. Und jetzt bin ich hier angekommen und ich werde jetzt einfach mal so ein kleines Video machen. Und zwar, das ist der kleinste Beach, der kleinste Sandstrand, beziehungsweise hier auf Koh Samui. Und das Schöne ist hier, ihr seht, es sind kaum Leute, beziehungsweise ich habe hier überhaupt noch an keinem Strand richtig viele Leute gesehen. Ja, also so Massentourismus ist hier irgendwie gar nicht, was ich ganz schön finde. Also hier ist zum Beispiel so ein kleines Restaurant, wo man sitzen kann. Dann hier was ganz Schönes, eben diese ganzen Felsen, die da eben aus dem Meer herausragen. Dann, wenn ich mal mit der Kamera ein bisschen weiter nach oben gehe, ganz dort oben, vielleicht könnt ihr das erkennen, so ein bisschen an den grünen Dächern. Das ist auch der Villa Resort von Koh Samui. Also da gibt es richtige Villen, ja, die kann man eben kaufen. Und vielleicht fahre ich da auch mal hin, mal schauen, wobei es da ziemlich steil den Berg hoch geht, was mit dem Roller so anbelangt. Laufen, naja. Naja, und auf jeden Fall ist es heute ein ganz, ganz toller Tag, ja. Wieder richtig schön warm, heiß, ja, das Meer richtig schön blau. Man kann auch hier sehr, sehr weit reinlaufen. Ihr seht es, kaum Menschen sind hier. Also man kann hier richtig entspannen, ja, man kann hier richtig schön relaxen. Hier liegen zwei, die sich gerade, die sonnen sich. Dann hier sind auch wieder schöne Felsen. Ich würde hier gerne ein paar tolle Fotos machen, nur das Problem ist, ich habe hier jetzt niemanden, der mich fotografiert. Deshalb ist momentan mit Fotos auf Koh Samui ein bisschen schwierig für mich. Aber das ist nicht so schlimm, deshalb mache ich einfach mehr Videos, ne? Und ihr seht einfach mal auch ein bisschen was von Thailand. Und jetzt musste ich ja nicht immer alles um mich drehen und um Asanas, genau. Und ja, und dann zum Beispiel hier sind auch so Bungalows, also hier wohnt man dann auch. Man kann sich auch hier einmieten, ja. Was sie hier kosten, das weiß ich nicht. Ja, und jetzt würde ich einfach mal mit euch da einfach mal zu diesen Rocks, zu diesen Felsen hinlaufen. Mal gucken, was uns da Schönes erwartet. Da hat man bestimmt einen sehr schönen Ausblick direkt aufs Meer. Naja, und auf jeden Fall, ich habe sehr lange jetzt im Internet erstmal geguckt, wo dieser Strand ist, weil es gibt ja hier 10, es gibt hier insgesamt also die 10 größten Strände, ja, beziehungsweise die 10 wichtigsten, bekanntesten Strände. Und da gehört der auch dazu, nur eben, er ist halt vielen nicht bekannt. Und vor allem, er ist wirklich ganz, ganz auf der rechten Seite gelegen und es ist auch nichts ausgeschildert. Also wenn man da nicht genau weiß, wo man hin muss, ich habe auch einmal gefragt, dann findet man den einfach nicht. Ja, und das Coole ist, ihr seht, also ich bin hier mitten, es ist auch ein bisschen dunkel. Also total schön, man kann sich hier hinsetzen, man kann hier richtig schön reinlaufen in das Wasser, was ich jetzt auch gleich machen werde. Ich habe nicht meine Schwimmsachen dabei. Deshalb werde ich jetzt hier gleich eine Runde schwimmen gehen. Hier winken gerade welche. Hi! Ich werde die gleich mal fragen, die machen bestimmt ein Foto von mir. Yeah, welcome to Koh Samui. Genau, es sind zwei Thailänderinnen. Und also ihr seht, es hier total ist wirklich total schön. Hier steht auch eine Frau zwischen den Felsen. Naja, auf jeden Fall, das könnt ihr einfach mal so ein bisschen auf euch wirken lassen. Ich habe heute mein Ziel gefunden, da wollte ich nämlich heute hin. Ich habe es geschafft. Yes? You want to make a photo from me? Ja, ja, ich habe sie schon gesehen. Genau, okay. Ja, also wie gesagt, es ist hier total schön. Und ich werde jetzt gleich eine Wasserkostprobe machen. Und bis bald, eure Elke. Schöne, liebe Grüße. Vergesst nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren vom Coral Cove Beach auf Koh Samui. Bye, bye.